Eigentlich müsste ich mal stimmen, aber das, hierfür wird's reichen. Tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, by the garden. By the garden of the willow tree, and tiptoe through the tulips with me. Knee deep in the flowers we'll stray, and we'll keep the showers away. And if I kiss you in the garden in the moonlight, will you pardon me and tiptoe through the tulips with me? So, das Gute daran ist, dass die Gitarre so verstimmt war, dass keiner merkt, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Okay, gut, weiter. Und stopp. So, dann wünsche ich euch schon mal einen herzlichen zweiten Advent. Und ja, dann schauen wir mal, wie das heute wird mit diesem Angriff, der da noch kommt. Ich bin gespannt. So, schauen wir mal. Quests. Ein Boss, zwei Elite-Söldner, zwei Rumtreiber, zwei Plünderschützen, ein Rauchgrenadier, sechs schwere Söldner, sechs Söldner-Scharfschützen, ein Söldner-Schlitzer und sieben Söldner-Schützen. In vier Tagen. Okay, vielleicht kriegen wir hier sogar noch eine zweite Killbox gebaut, wie meine werte Frau Schwester das vorgeschlagen hat. Schauen wir mal. Haben wir irgendwelche Steine übrig? Nein, aber wir könnten aus... Wir haben tatsächlich genug Stahl, um hier... shit, geht nicht. So, Sicherheit, Fallen aus Holz. Okay, dann müssen wir hier noch können wir, wenn hier wer angreift, und vielleicht sollten wir ein paar mehr Leute auf Bauen tun, damit das auch wirklich fertig wird. Coolio. So ist gut. So mag ich das. Sind eigentlich von den Neuankömmlingen alle bewaffnet? Und alles Nahkämpfer? Bewusst... Was? Was hast du denn, Beut? Schock durch Schmerz? Gebissen? Kai? Kai hat Boy kaputt gemacht? Warum hat Kai Boy kaputt gemacht? Beut. Danke. Aha, kann wieder laufen, sehr schön. Befehle. Zap.
So. Noch eine dritte hin. Ah, zu wenig Tuch haben wir. Okay. Die wieder alle in Ordnung hier. Ja, sehr schön. Und wie ist das mit dem Zimmer für die Neuankömmlinge? Das hatte ich hier hingebaut, ne? Ja. Abscheulich. Aber was will man erwarten, nicht? Oh nein, Beleidigungstour Pumpkin. Was ist denn mit Pumpkin los? So. Pumpkin bezeichnete Neme als Räuber. Okay. Ah, Sonnenfinsternis. Aber wir sind ja Gott sei Dank nicht auf Solar angewiesen. In der Tat haben wir tatsächlich kein Solar. Insofern kann uns das scheißegal sein. Nein! Monze will alles niederbrennen. Von wegen, Monze. Wer ist denn hier in der Nähe gerade? Jefim. Da. Oh, 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 oh. Scheiß Pyroman. Flüchtling gefangen genommen. Weggang. Die anderen sind nicht bereit, das zu akzeptieren und haben beschlossen, das Gebiet zu verlassen. Ernsthaft? Weil ich den Feuerteufel festnehme? Shit. Das ist natürlich, das wäre natürlich prima Kanonenfutter gewesen. Ah, jetzt brennt das Lager! Okay. Homosexuell Pyromane. Ach, Monze. Montserrat Benaroya. Okay. Da würde ich mal sagen, die wollen wir gar nicht behalten, weil die zündet uns Zeug an. Das ist ja auch, das Gefängnis ist offen, da liegt ein Knüppel. Mitten in der Tür, weil ihr alle bescheuert seid. Gott sei Dank sind die zu doof, um drauf zu kommen, oder trauen sich nicht, das kann auch sein. Danke, Kerstin. Okay. Mann, 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 Mann. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt die 26 Kolonisten alle tot kriegen. Mit den wenigen Leuten. Immerhin das hier ist einigermaßen fertig. Was ist das hier? Sandstein.
Okay. Wie viele haben wir hier eigentlich? Nur zwei. Das ist ein bisschen wenig scheinbar. Das letzte Mal hat es nicht gereicht für Leute. Ah ne, da sind an der Seite auch noch welche. Da bauen wir da noch zwei mehr hin. So, mittlerweile ist überall der Fußboden schön. Ist das nicht toll? Bis auf hier in der Baracke für die Leute, die jetzt wieder abgehauen sind. Noch bevor der Fußboden richtig verlegt war, sind die Leute abgehauen. Die ist leer. Nehme die. Ejo. Ich weiß nicht, warum ihr das jetzt noch fertig baut, aber vielleicht kommt ja mal wieder sowas. Aber super verzweifelte Flüchtlinge, die sofort abhauen, wenn man einen von ihnen festnimmt, weil er Zeug angezündet hat. Puh, dann gehen wir halt wohin, wo wir Sachen anzünden können. Sehr merkwürdig. So, was ist mit den beiden hier? Die habe ich beide auf Rekrutieren gesetzt. Naja. Ah. Baumwolle ist fertig, sehr gut. Machen wir hier die Sandsäcke fertig. Sehr schön. Weil diese Barrikaden hier mit Schießscharten. Ich weiß nicht, wie gut da die automatischen Turrets durchschießen können. Ein Panther. Das wird ja immer interessanter. So, warum ist hier eigentlich müssen hier am besten noch eine Wand vorbauen, damit er die nicht kaputt schießt, wenn er kommt. Hier haben wir auch so einen, naja. Damit das nicht Schaden nimmt. So, mal gucken, wie schick das jetzt ist. Immerhin eindrucksvoll, siehst du. Die hätten nur warten müssen und die hätten eindrucksvolle Schlafbaracke bekommen. Offenbar wieder kein Stoff mehr. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr von der Baumwolle anpflanzen.
Ah, ne, warte. Hier bauen wir lieber eine Tür hin an die Seite. Die Kühldinger dann hier hin. Sehr schön. Upp. Überfall. Hinfahrwitten? Hinfahrwitten. Hinfahrwitten. Natürlich Verwandtschaft. Bruder von Flüchtling Fitz. Bucky. Bucky, der Bruder von Flüchtling Fitz. Okay. Eine Außenweltlergruppe der Fraktion Hinfahrwitten ist in der Nähe eingetroffen. Es sieht so aus, als ob es einen Tunnel graben wollen, um deine Verteidigung zu umgehen. In der Außenweltlergruppe sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen. Beachte aber, dass sie, auch wenn sie miteinander verwandt sind, aufgrund der schlechten Beziehungen zwischen ihren Fraktionen trotzdem gegeneinander kämpfen werden. Die Leute sind Elite-Söldner Bucky. Elite-Söldner Bucky. Okay. Das ist Fitz, Bruder vom Winter Soldier. Okay. Die kommen natürlich von Norden, wo ich keine Verteidigung habe, wollen sich durch die Mauer graben. Aber das kriegen wir schon geregelt. Oh, toll. Oh, der hat ein Schutzschild. Okay. Die wollen hier unten längs. Okay. Okay. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich glaube, Billa kann mal... Hallo, Billa. Da, genau. Der kann mal Strapping gefangen nehmen. Und der Rest... Das ist geil. Oh, die haben viel bessere Waffen. Oh, das ist biokodiert. Das ist ja gemein. Ah. Shit. Coole Sache. Ambrosia Hain, ja, jetzt gibt es andere Probleme, ganz ehrlich. Cool. Kerstin kann den nochmal gefangen nehmen. So.
Okay. Okay. Strapping ist am Blutverlust gestorben. Naja. Hat er sich selber zuzuschreiben? Was greift er uns auch an? EMP-Granatwerfer, sehr gut. Wollen wir Nussi einen EMP-Granatwerfer geben? So, haben wir hier sonst noch irgendwelche Waffen rumliegen? Hier ist keiner durchgekommen. Okay, na gut. Da müssen wir hier auch nicht mehr viel reparieren. Nur die ganzen Fallen. Was ist denn mit mir wieder los hier? Starke Schmerzen, ja. Textilienhändler, sehr gut. Und die hat gerade gute Laune. So, also wir bräuchten ja eigentlich noch Stoff, ne? Was kostet das? Zu viel. Machen wir mal 610. Kostet 1000, naja. Dann können wir hier das dünne Leder, Schweineleder und Echsenleder, weil davon haben wir eh zu wenig. Und das Meerschweinchenfell verkaufen. Okay. Schlechte Hose, üble Hose. Normale Hose behalten wir. Gute Hose, schlechte Hose, exzellente Hose, aber kaputt. Gut, exzellent, exzellent. Gut, exzellent. Okay. Das ist okay. So, könnt ihr dann mal auch euch wieder ans Bauen machen hier? Das wäre ganz nett. Ach, sehr gut. Da ist auch noch, okay. Da oben ist auch noch und hier. Ist die Frage, wollen wir das Loch hier stopfen? Nussi ist vollständig geheilt, wie schön. Jo, jo, das gefällt mir. Eine Ratte hat sich in unseren Fallen verfangen. Die Plünderer, Verwandtschaft. Piraten der Fraktion, die Plünderer sind in der Nähe eingetroffen und nähern sich aus unterschiedlichen Richtungen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Einer der Piraten, Jet, ist Anführer der Fraktion. In der Piratengruppe sind Verwandte oder deiner Kolonisten oder Gefangenen, beachte, bla bla bla. Diese Leute sind Söldnerschütze Louis, Vater von Kolonist Markus und Schwiegervater von Kolonistin Nuno und Söldner-Scharfschützin Harry, Mutter von Kolonist Markus und Schwiegermutter von Kolonistin Nuno. Okay, was? Gut. Ach.
Das sind jetzt die 27 Leute, die angreifen, ne? Okay, schauen wir mal, wo die sind. Da unten, okay. Und hier oben, okay. Okay. Ist hier natürlich irgendwie so ein bisschen die A-Truppe. Das ist Harry, die Musikerin. Freund von Louis McGee. Kann Kunst. Aha. Und Louis McGee ist hier oben. Blutrünstig, viel Fraß, nervös. Verweigert geistige Arbeit. Gut im Handwerken und Nahkampf. Super schlecht im Fernkampf. Gut, dass er hier Gewehr hat. Lips. Aha. Was auch immer das für eine Waffe ist hier. Doomsday-Raketenwerfer! Okay. Hat mit dem Doomsday-Rack auf das Wildschwein. Die schießen auf unser schönes Wildschwein hier. Ah, Hilfe, wo ist das Wildschwein? Oh, Mechanoidennest! Was? Auch noch Mechanoiden. Sehr schön. Und sie haben Sokrates erschossen. Nein! Also mal alle in die Heimatzone hier, damit niemand erschossen wird. Mechanoiden. Ja, ich fürchte fast, das war es mit dem Spielstand. Oh, sie greifen die Carsten-Gruppe an, die Mechanoiden. Jetzt kommen die dicken Dinger an hier.
Oh, scheiße, Fitz ist tot. Verfitzt nochmal. Hier kommt immer noch keiner. Ah. Toll, die schießen uns hier die Tiere kaputt. Ah. Nein, ich tenne 47! Okay, also ich glaube, hier ist aber ein super Punkt, um für heute die Folge zu beenden und dann beim nächsten Mal weiterzumachen. Bin mir noch nicht sicher, ob hier Neuladen Sinn macht, aber das... ich meine, einen von den dicken Brummern haben wir schon kaputt gekriegt, aber da sind noch zwei mehr. Dann... gut, einen von den kleinen haben wir auch schon. Aber dann kommen auch noch hier diese 1000 Leute mit den Eltern von Markus an und wollen uns umbringen. Also bin mir nicht so ganz sicher, dass wir das alles überstehen. Aber schauen wir mal. Und im Zweifelsfall können wir immer noch neu laden. Aber wir wollen mal gucken, dass wir das, wenn möglich, vermeiden. Okay, dann bis zum nächsten Mal, eine wunderschöne weitere Adventszeit und drückt die Glocke und den Knopf und like das Video und bla. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Hier ist diese Taste.